Sind Sie damit gucken wir schon mal auf den nächsten Tagesordnungspunkt. Da geht es um die Bekämpfung der Wohnungs- und Obdachlosigkeit. Das heißt, es geht um wohnungslose Menschen. Das sind Menschen, die keine eigene Mietwohnung oder kein eigenes Mietzimmer zur Verfügung haben, die aber in zum Beispiel Übergangswohnheimen oder Notunterkünften wohnen. Und es geht um Obdachlose, also Menschen, die gar kein Dach über dem Kopf haben und auf der Straße schlafen. Zu diesen Menschen gibt es auf der Bundesebene keine offiziellen Zahlen. Das heißt, wir müssen uns mit Schätzungen zufrieden geben. Allerdings gibt es Schätzungen, zum Beispiel von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe. Und die geht davon aus, dass die Zahl der Wohnungslosen rapide gestiegen ist. Dazu werden wir bestimmt auch gleich noch etwas hören. Die erste Sprecherin in dieser Debatte ist Karen Ley von der Linksfraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie später den Bundestag verlassen, dann müsste man wirklich schon große Scheuklappen haben, um die steigende Anzahl von Obdachlosen nicht zu bemerken. Menschen übernachten gleich hier vorne im Tiergarten, am Hauptbahnhof, in vielen U-Bahnhöfen. Bundesweit sind circa 1 Million Menschen ohne Wohnung. 50.000 leben auf der Straße und allein im Januar wurden 10 Kältetote gezählt. Das sind Rekordwerte und ich finde, das ist eine Schande für ein reiches Land. Und eines möchte ich hier ganz klar sagen. Es geht nicht um individuelles Versagen. Es ist das Ergebnis davon, dass Mieten explodieren und die Löhne stagnieren und deswegen immer mehr Menschen aus dem System rausfallen. Die Zunahme der Wohnungs- und Obdachlosigkeit ist ein strukturelles Problem. Es ist das Ergebnis einer verfehlten Mieten- und Wohnungspolitik, und die müssen wir endlich ändern. Und zweitens, auch das möchte ich ganz klar sagen, es ist ein bundesweites Phänomen. Die meisten Großstädte, viele Kleinstädte haben inzwischen mit diesem Problem zu kämpfen. Das sage ich ganz bewusst, weil ich kenne ja die Masche der Union, alle wohnungspolitischen Probleme, die Schuld den Ländern und den Kommunen in die Schuhe zu schieben. Es ist ein bundespolitisches Problem und deswegen muss es auch bundespolitisch angegangen werden. Wir als Linke legen heute als erstes ein Konzept gegen Wohnungs- und Obdachlosigkeit vor. Und erstens brauchen wir natürlich mehr Wohnungen. Deswegen haben wir vorgeschlagen, nach dem Wiener Vorbild für mehr Sozialwohnungen und mehr bezahlbare Wohnungen, gemeinnützige Wohnungen bei den Städten und bei Genossenschaften zu sorgen. Wir wollen, dass mehr Wohnungen im sozialen und bezahlbaren Bereich entstehen. Zweitens müssen wir uns natürlich zuallererst auch um die Schwächsten auf dem Wohnungsmarkt kümmern. Deswegen ist beispielsweise eine Erhöhung der übernommenen Kosten der Unterkunft für Menschen auf Hartz IV längst überfällig. Drittens möchte ich sagen, dass unsere Vorschläge tatsächlich für alle gelten. Migrantinnen und Migranten haben es nämlich auf dem Wohnungsmarkt besonders schwer. Geflüchtete Menschen aus Osteuropa sind besonders stark betroffen. Gerade seitdem EU-Bürger einen erschwerten Zugang zu den Sozialleistungen haben. Wir als Linke sagen ganz klar, jeder Mensch verdient ein Dach über dem Kopf. Einmal ohne Wohnung ist die Lage nahezu aussichtslos. Wer keine Wohnung hat, keine Adresse, kein Konto, keine Bankverbindung, der kommt einfach auf einem angespannten Wohnungsmarkt nicht mehr rein. Und deswegen finde ich es völlig gut und richtig, dass Berlin jetzt ein Programm gestartet hat unter einer linken Senatorin, Housing First, das hier eingeführt wird, das sagt, Menschen bekommen zuallererst ein Zuhause, können von dort wieder Fuß fassen. Wir schlagen vor, dieses Programm unserer linken Sozialsenatorin Elke Breitenbach jetzt auch bundesweit zu unterstützen. Und natürlich brauchen wir nicht nur bezahlbare Mieten, einen Mietendeckel, sondern wir brauchen auch einen besseren Kündigungsschutz. Schwarz-Gelb hat ja 2013 Zwangsräumungen von Wohnungen erleichtert. Das Ergebnis ist fatal. Die Zahl der Zwangsräumungen, die ist erheblich gestiegen. Wir als Linke, wir wollen Zwangsräumungen verhindern. Und erst recht finden wir, dass Menschen nicht einfach auf die Straße gesetzt werden können. Kein Mensch darf ohne Alternative auf die Straße gesetzt werden.
Zu guter Letzt, meine Damen und Herren, freue ich mich auch, dass sich der Widerstand regt. Es gibt eine Initiative zum Parlament der Wohnungslosen in Gründung. Es gibt Proteste des Bündnisses Zwangsräumung verhindern, in wenigen Tagen gleich hier gegenüber gegen die Immobilienkonzerne im Hotel Adlon. Ich finde es gut, dass sich wenigstens hier eine neue Bewegung formiert. Wir als Linke sagen, keine Räumung in die Wohnungslosigkeit. Wohnen ist ein Menschenrecht. Wir brauchen endlich ein Konzept gegen Wohnungs- und Obdachlosigkeit. Vielen Dank. Sagt Karin Ley von der Linksfraktion, die hier wie die Grünen-Fraktion einen Antrag gestellt hat, um die Wohnungs- und Obdachlosigkeit zu bekämpfen. Als nächstes spricht jetzt Anja Weisgerber von der Unionsfraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Persönliche Schicksalsschläge, der Verlust des Arbeitsplatzes, Suchtprobleme, all das sind Auslöser für Wohnungslosigkeit. Aber auch der Wohnraummangel und die steigenden Mieten führen dazu, dass die Wohnungslosigkeit gerade in den Ballungszentren steigt. Besonders in den kalten Wintermonaten sind die eisigen Temperaturen für Menschen ohne ein Dach über dem Kopf lebensgefährlich. Und ich muss Ihnen auch ganz ehrlich sagen, immer wenn ich auch hier in Berlin Obdachlose sehe, dann fühle ich mit Ihnen und frage mich, wie es so weit kommen konnte, dass diese Menschen auf der Straße leben. Insofern muss ich zustimmen, jeder Obdachlose ist einer zu viel. Und da sind wir uns alle einig, meine Damen und Herren. Deshalb ist es wichtig, dass wir für die Menschen, die obdach- und wohnungslos sind, Hilfsangebote geben. Die Angebote müssen für die persönliche Situation individuell erfolgen. Und zur Wahrheit gehört auch, dass der Staat bereits zahlreiche Maßnahmen anbietet, um Wohnungs- und Obdachlosigkeit zu vermeiden. Deutschland ist ein funktionierender Sozialstaat. Meine Damen und Herren, die Politik verfolgt in erster Linie einen präventiven Ansatz und vermittelt vor allem Hilfen, bevor Wohnungslosigkeit entsteht. Es gibt die Ansprüche der Mindestsicherung nach dem 2. und dem 12. Sozialgesetzbuch. Es muss bei uns in Deutschland niemand auf der Straße leben. Der Staat bietet Hilfen an. Und trotzdem, ich gehe gerne darauf ein, passiert es. Und dem müssen wir entgegenwirken. Aber entgegen der Behauptung der Antragsteller macht die Bundesregierung bereits einiges, um den betroffenen Menschen zu helfen. Es gibt eine Vielzahl von Programmen in Deutschland für Menschen, die in Not geraten sind, um die zu unterstützen. Und weil Sie mir es nicht glauben, möchte ich im Einzelnen auf die einzelnen Programme eingehen. Der Bund unterstützt seit mehreren Jahren die Projekte der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungshilfe. Allein in den letzten 3 Jahren wurden über 900.000 Euro durch den Bund investiert. Hier werden bestimmte Adressatengruppen wie Straßenkinder oder auch obdachlose Frauen besonders in den Fokus genommen. Mit dem Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen in Deutschland, kurz EHAB, werden Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen besonders durch Bundes- und EU-Mittel mit Hilfsangeboten unterstützt. Gefördert werden insbesondere Beratungsstellen, die mit zusätzlichem Personal ausgestattet werden, um Förderprogramme mit den jeweiligen Zielgruppen zu vernetzen. Viele Menschen wurden bereits beraten und es wurde Hilfe angeboten und diese Hilfsangebote wurden auch bereits angenommen. Und ich kann Ihnen auch noch berichten, aus meiner Zeit als Europaabgeordnete weiß ich, dass es den Europäischen Sozialfonds gibt. Und ich habe da viele Projekte besucht in Deutschland, auch in meiner Heimatstadt Schweinfurt, wo Jugendliche, die aus schwierigen Familien stammen, auch mit langjährigen Hartz-IV-Generationen an die Hand genommen wurden, dass ihnen ja der Weg bereitet wurde, einen Ausbildungsplatz zu bekommen, eben aus diesem Umfeld auszubrechen. Weil vielleicht könnten Sie dann in Zukunft auch auf der Straße enden, und das wollen wir nicht. Gerade diesen jungen Menschen müssen wir doch eine Chance geben, meine Damen und Herren. Und ich halte es auch für ganz wichtig, den ehrenamtlichen Beitrag von vielen Menschen in Deutschland, die eben auch den Obdachlosen helfen, an dieser Stelle einmal zu würdigen. Hier leisten
Hier leisten Kirchengruppen, Stadt- und Bahnhofsmissionen, Caritas und ehrenamtliche Vereine großartiges Engagement für ihre Mitmenschen. So vermeiden wir auch eine Ausgrenzung von diesen Menschen. Das macht eine funktionierende Gesellschaft aus, und das weiß ich zu schätzen und bedanke mich noch mal ganz außerordentlich für dieses ehrenamtliche Engagement. Gerne möchte ich auch noch auf die immer wieder geforderten Statistiken zur Obdach- und Wohnungslosigkeit in Deutschland zu sprechen kommen. Zweifelsfrei können exakte Zahlen ein besseres Hilfsangebot für Menschen in Not ermöglichen. Die Umsetzung, das gehört auch zur Wahrheit, ist aber schwierig. Denn selten bleiben Obdachlose dauerhaft an einem Ort. Und wie soll hier denn Erfassung erfolgen? Auch wollen sich viele Menschen, die in solche Situationen geraten, ja, dieser Erfassung eher entziehen. Und die Motive dafür sind auch durchaus nachvollziehbar. Zusätzlich weisen Experten richtigerweise darauf hin, dass es schwierig ist, zwischen vorübergehender und dauerhafter Obdachlosigkeit zu unterscheiden. Dies macht eine exakte Erfassung so schwierig. Was wir aber machen ist, die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungshilfe hat heute schon sehr hilfreiche Zahlen. Das sind wohl Schätzungen, aber darauf kann man aufbauen. Trotz aller Statistiken und der Programme, die ich gerade angesprochen habe, ein wichtiger Schlüssel ist und bleibt, dass wir auf allen Ebenen, und ich betone nochmal, auf allen Ebenen, Bund, Länder und Gemeinden, für mehr Wohnungen sorgen. Und da muss man einfach noch mal feststellen, seit der Föderalismusreform liegt die Zuständigkeit für den sozialen Wohnungsbau bei den Ländern. Der Bund hat dennoch die Kompensationsmittel für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung gestellt. Und es gibt Länder, die hier mit gutem Beispiel vorangehen. Ich möchte selbstverständlich Bayern erwähnen und intensiv in den sozialen Wohnungsbau investieren. Für die Jahre 2020 und 2021 erhalten die Länder vom Bund mindestens 2 Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau. Und wir setzen jetzt darauf, dass die Grundgesetzänderung, die vor kurzem im Bundestag beschlossen wird, auch kommt. Und wir appellieren an die Länder, dass diese Gelder endlich in den Ländern auch zielgerichtet eingesetzt werden, meine Damen und Herren. Um die Wohnraumoffensive durchzusetzen, ist es wichtig, dass wir uns an verschiedene Gesellschaftsgruppen und Akteure wenden. Wir haben zum einen die Sonderabschreibung, damit mehr Wohnungen gebaut werden. Wir haben die Erhöhung des Wohngeldes, die ja auch im Koalitionsvertrag schon verankert wurde und die kommt. Wir haben die Wohnungsbauprämie, um junge Menschen ja aufzufordern, zu sparen, damit sie sich später auch eine Wohnung leisten können. Wir haben das KfW-Bürgschaftsprogramm und wir haben das Baukindergeld. Wir haben auf allen Ebenen etwas. Und ich sage Ihnen auch, wir brauchen auch die Eigentumsförderung. Das werden wir von Seiten der Union immer wieder betonen. Sie sehen, wir tun einiges. Und ich würde mich freuen, wenn auch die Opposition das mal anerkennen würde. Vielen Dank. Wir tun einiges, sagt Anja Weisgerber. Wenn man sich aber mal die Schätzungen der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe anschaut, sie ging davon aus, dass im Jahr 2016 860.000 Menschen wohnungslos sind. Dann kann man schon mal diskutieren, ob genug getan wird. Als Nächster spricht jetzt Detlef Spangenberg von der AfD-Fraktion. Bekämpfen, Zwangsräumung verhindern, Menschenrechte auf Wohnen dauerhaft sicherstellen. So die Fraktion Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen. Ich habe mir das mal durchgelesen und habe dann eine neue Überschrift für Sie gefunden. Ich würde schreiben, Sozialneid schüren und Eigeninitiative verhindern. Das würde ich über diesen Antrag schreiben, meine Damen und Herren. So könnte man das sehen. Wir wissen alle, dass Mietverträge und auch Arbeitsverträge besondere Verträge sind. Da haben wir keine Gleichstellung, kein Augen auf Augenhöhe. Das ist auch richtig so. Das ist ein besonderer Vertrag. Aber trotzdem, meine Damen und Herren, Sie bedienen wieder mal das Klischee, der raffgierige Vermieter und der ausgebeutete Mieter. So ist das nicht. In den meisten Fällen ist es eine Sozialpartnerschaft, die wir auch gebrauchen. Aber das kommt in Ihrem Antrag wieder mal nicht zum Ausdruck. Viele, ja, da müssen wir zuhören. Viele Jahre müssen die Leute ansparen, um Eigentum zu erwerben. Und manche wollen das nicht und wollen zur Miete wohnen. Das ist eine eigenständige Entscheidung, die jeder für sich selbst trifft. Die hohe Anspardisziplin und auch unternehmerisches Risiko, Mietausfall durch nicht bediente Annuitäten kann viele Vermieter auch in den Ruin treiben, meine Damen und Herren. Und das, wie gesagt, sollte man dabei auch, wenn man diese Zielgruppe immer so angreift, mit bedenken.
Sie machen hier einen Rundumschlag von Gründen für Wohnungslosigkeit, ohne die Ursachen zu unterscheiden. Machen Sie nicht. Sie nennen zum Beispiel Überschuldung, insbesondere Mietschulden. Ja, wo liegt hier die Besonderheit oder Rechtfertigung, Mietschulden anders zu bewerten oder zu bagatellisieren gegenüber anderen Schulden? Für Schulden ist grundsätzlich erst bei der Schuldner zuständig. Das ist Vertragsrecht, das ist nun mal so, meine Damen und Herren. Zweitens, der Vermieter hat nicht die Aufgabe, staatliche, soziale Aufgaben zu übernehmen. Das hat er nicht. Arbeitsplatzverlust, Krankheit, das führen Sie ja auf, werden in Deutschland grundsätzlich auch sozial abgefedert. Auch hier ist nicht der Vertragspartner verantwortlich, sondern allein unser Sozialsystem, wenn überhaupt. Sie nennen weiter die Trennung vom Lebenspartner. Frage ich mich, wieso hier die Gesellschaft Verantwortung zu ziehen ist mit Wohnungen. Das müssen die beiden mal selber klären, oder die drei, oder wie viele da drin wohnen. Meine Damen und Herren, das hat vorher geklappt, auch hinterher. Sie nennen den Mangel, hören Sie erst mal zu jetzt, Sie nennen den Mangel an bezahlbaren Wohnraum. Und da kommen wir natürlich zu dem, was mein Kollege vorhin schon gesagt hat. Wer ist denn für diese Kostenexplosion verantwortlich? Da sind Sie ja mitverantwortlich dafür, mit Ihrer multinationalen, globalen Politik auf dem Rücken der einheimischen Bevölkerung. Da glauben Sie denn wirklich, meine Damen und Herren, wenn Hunderttausende, Sie können scheinbar nicht mal rechnen, wenn Hunderttausende in das Land strömen, wo sollen die wohnen? Kommen dann nicht schlagartig wie Gras aus der Erde? Wie stellen Sie sich das vor? Die müssen gebaut werden. Dann nehmen Sie auch noch die Leute aus der EU rein. Die wollen Sie auch noch haben, dass Sie nach 3 Monaten, die schreiben bloß mal einen Antrag, ich suche Arbeit, und da sollen in die gleichen Rechte reinkommen. Also Sie haben irgendwie so ein Goldesel, den Sie ständig aufmachen können, um das zu bezahlen. Geschätzt geht das in viele Milliarden. Meine Damen und Herren, gerade diese Personengruppe, die ich eben genannt habe, die jetzt zu uns geströmt sind oder immer noch strömen, die wollen aber auch nicht in den ländlichen Raum ziehen. Dort haben wir nämlich unheimlich viel Leerstand, meine Damen und Herren. Nein, die wollen natürlich alle in die Städte ziehen. Und da haben Sie mit Ihrer Mietpreisbremse und Kappungsgrenze noch einen Anreiz geschaffen, obwohl es doch schon dicht besiedelt ist, knallen Sie die Leute immer noch dort rein, anstatt den ländlichen Raum zu stärken. Nein, Sie müssen den ländlichen Raum stärken, das begreifen Sie nicht. Und da müssen Sie den stärken und nicht noch die überfüllten Gebiete mit diesen Instrumenten, meine Damen und Herren. Das ist entscheidend. Wo sollen denn die Wohnungen herkommen, meine Damen und Herren? Und warum soll die deutsche Bevölkerung die Wohnungen wieder stemmen? Ist gar nicht einzusehen, meine Damen und Herren. Wir kommen jetzt mal zu der Mietsteigerung, wie sie überhaupt zustande kommen. Einmal haben wir erhöhte Baukosten. Haben Sie alle mit dran gewirkt. Dämmvorschriften, Energieeinsparverordnung, Energieausweis, Solardächer und so weiter und so weiter. Ja, das kostet alles Geld, das wird doch umgelegt. Ich glaube, das haben Sie immer noch nicht verstanden, dass Ihre Aktion natürlich das Bauen verteuert haben, in jeder Beziehung. Dann haben wir solche Kuriositäten. Meine Damen und Herren, ich habe hier noch solche Kuriositäten. Das Sperren von Öfen und Heizungsanlagen wegen angeblich überzogener Abgaswerte. Da werden noch Öfen rausgeschmissen, die ganz normal noch funktionieren. Die müssen alle verschrottet werden, wieder neue Erze bauen, wieder neu herstellen. Wunderbare Planung, auch Umweltkosten. Meine Damen und Herren, noch mal eins zum Thema. Nebenkosten sind keine Mietkosten. Das sind keine Mietkosten. Können Sie sich auch mal anhören. Nebenkosten sind Abgaben, die der Staat teilweise mit zu verantworten hat. Da haben wir die Energieabgaben, die Umsatzsteuer, die EEG-Umlage auf Strom und Gas. Und das macht im Monat pro Haushalt bis 80 Euro aus. Meine Damen und Herren, könnte man auch sparen, wenn man das mal zurückfahren würde. Meine Damen und Herren, können Sie mal drüber nachdenken. Sie wollen eine Erleichterung der Zwangsräumung aufheben, ne? Wollen Sie einschränken. Ja, aber für den Bürger, der in die dritte Säule der Altersvorsorge investiert hat, ja, da haben Sie nichts übrig für den, ne? Da haben Sie nichts übrig, interessiert Sie nicht. Keinen haben Sie nicht verstanden, nicht? Der kann durch die säumlichen Zahlen in Ruin getrieben werden, ist für Sie auch interessant. Sie machen hier eine angeblich soziale Welle durch Ausgrenzung derer, die allein den Wohnraum erst geschaffen haben. Wie grenzen Sie aus, meine Damen und Herren? So, die Forderung Begrenzung des Mietpreises. Meine Damen und Herren, wer übernimmt denn die steigenden, auch durch die Politik verursachten Kosten? Wer soll die übernehmen? Wenn Sie das dem Vermieter aufdrücken, dann wird die Attraktivität der Vermietung natürlich zurückgehen, es wird weniger Angebot geben. Aber das müsste selbst Ihnen einleuchten, aber da habe ich so meine Probleme, ob Sie das nachvollziehen können. Meine Damen und Herren, Stangenberg, achten Sie bitte auf die Zeit, ja, kommen Sie zum Schluss. Dann gehe ich zurück. An die Linken, meine Damen und Herren, Sie haben doch beklagt, den sozialen Wohnungsbau zurückgegangen oder städtische. 2013, hören Sie erst mal zu, 2013. Das müssen Sie bitte jetzt im Ausschuss klären. 1,7 Milliarden D-Mark eingenommen bei dem Verkauf aller Dresdner Sozialwohnungen mit den Stimmen der Linken. Recht vielen Dank. Wiedersehen.
Auf Detlef Spangenberg von der AfD-Fraktion folgt jetzt Bernhard Dahldrupp. Er ist der kommunalpolitische Sprecher der SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben zu dem Tagesordnungspunkt zwei Anträge jetzt vorliegen, von denen ich meine, dass sie sich mit einem wichtigen Thema seriös auseinandersetzen. Und deswegen diskutiere ich darüber auch so. Und wir haben eben einen Beitrag von Ihnen gehört, Herr Spangenberg. Es war nicht so viel davon zu verstehen, aber irgendwie sind Sie mit Sozialneid angefangen und haben dann ein Bild von Gesellschaft gezeigt, das mir wiederum zeigt, dass das, was ich schon vorher wusste, wieder mal bestätigt wird. Sie sind eigentlich fremd dieser Gesellschaft. Sie verstehen sie nicht. Ich finde es gut, dass das Thema aufgegriffen wird heute. Obdach oder Wohnungslosigkeit, das ist individuell eine ganz dramatische Situation. Das ist allerdings keineswegs nur sozusagen auf Wohnungslosigkeit zu reduzieren. Aber es ist ganz zweifellos das Hauptthema. Wohnungslosigkeit, Obdachlosigkeit macht Armut in diesem Land sichtbar. Wir sehen sie auf den Straßen unserer Städte. Und deswegen ist es richtig, dass wir uns auch damit beschäftigen. Ja, die Zahlen steigen, das stimmt. Auch ohne überprüfbare Statistiken wissen wir das. In einigen Ländern haben wir sowas allerdings. In Nordrhein-Westfalen haben die Sozialdemokraten dafür gesorgt, dass es so etwas gibt. Aber ich glaube auch, der Satz, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Linken, die Bundesregierung sieht seit Jahrzehnten untätig zu, die entwertet ein bisschen die Ernsthaftigkeit der Debatte, die wir zu dem Thema führen würden. Ich glaube, das ist nicht richtig. Die Frage muss lauten, wer muss eigentlich etwas tun? Was muss getan werden und reicht es? Weil Wohnungslosigkeit nämlich viele Ursachen hat, bei deren Bekämpfung meines Erachtens, das steht auch im Antrag der Grünen unter dem Begriff der Primärprävention, der vorsorgende Sozialstaat eine große Rolle spielt. Vielleicht manchmal sogar mehr als der reparierende und reagierende. Und wir haben heute Morgen Franziska Giffey gehört über das starke Familiengesetz. Wir haben darüber gehört, dass es einen höheren Kinderzuschlag geben soll, dass es mehr im Bereich von Bildung und Teilhabe geben soll. 1 Milliarde gegen Kinderarmut, das alles gehört dazu. Und bei anderen Altersgruppen gehört eine erhöhte Grundrente dazu. Das sind die Bedingungen für den vorsorgenden Sozialstaat, um den wir uns kümmern müssen, wenn wir darüber reden. Zuständig, das ist aber kein Wegschieben überhaupt nicht, sind auch Länder und Kommunen, selbstverständlich, und Kreise auch. Und wenn die Grünen sagen, man müsse einen Dialog beginnen, dann sage ich mal, das weiß ich, wovon ich rede. Diesen Dialog gibt es lange, intensiv. Und ich weiß, dass angespannte Wohnungsmärkte dazu führen, dass Städte und Gemeinden mit viel Engagement, mit viel Einsatz, mit viel Geld im Übrigen auch, sich der Bekämpfung von Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit kümmern. Es gibt kaum eine Stadt, die sich nicht wirklich umfassend darum kümmert, Wohnungslosigkeit zu bekämpfen. In München geht es sogar so weit, dass nicht nur Flüchtlingsunterkünfte genutzt werden, Leerstehende nicht mehr benutzt werden. Es geht so weit, dass Pensionen angemietet werden, um Angebote zu machen. Es gibt eine ganz kompetente und komplexe Sozialberatung dazu, genauso wie es sie auch in Frankfurt gibt, wie es sie auch in Hannover gibt beispielsweise, wo alle Möglichkeiten genutzt werden. Ich kann Ihnen auch Duisburg nennen mit seinen 108 Häusern in den statistischen Bezirken, um Wohnungslosigkeit zu verhindern. Viele, viele gute Geschichten, auch Dortmund beispielsweise. Aber am Schluss heißt es dann trotzdem, trotz höchster Not lassen sich nicht alle helfen. Aber der Anspruch bleibt, Integration in das qualifizierte Hilfssystem. Das ist unser Anspruch dabei. Es ist also keineswegs so, wie in dem Antrag zu lesen war, soziale Kälte. Nein, Engagement, gesetzlich Ehrenamtliches prägt die Haltung von Staat und Gesellschaft in diesem Land, jedenfalls gegenüber solchen, die wohnungslos sind. Ich will aber gar nicht ablenken davon, Wohnungsnot hat mit Wohnungsmangel in erster Linie zu tun. Und deswegen sage ich Ihnen, das Recht auf Wohnen, das nehmen wir ernst. Erstens dadurch, dass wir Mieterinnen und Mieter besser schützen mit einem Mietrechtsanpassungsgesetz, das hier thematisiert worden ist. Zweitens, indem wir die Debatte um die Wohnungs- und Obdachlosigkeit geht hier im Deutschen Bundestag noch weiter. Wir verabschieden uns aber an dieser Stelle schon. Morgen geht es hier mit der künstlichen Intelligenz weiter. Wir sind ab 8.45 Uhr wieder aus dem Deutschen Bundestag da und sagen jetzt erstmal auf Wiedersehen und geben in die Sendezentrale nach Bonn.